Moin moin und herzlich willkommen. Eine neue Folge Far Cry 5 wartet auf uns und auf euch auf YouTube und nicht mehr auf Twitch. Denn es gab bei der letzten Folge ein großes Problem. Und zwar war die Folge einfach eine miserable Qualität hatte die Folge auf Twitch und auf YouTube. Keine Ahnung, woran das lag. Entweder am Internet oder an Twitch-Servern oder keine Ahnung. Davor hatten wir kurz gestreamt, um einmal den Ton zu testen. Da war noch alles okay. Und dann war aber die ganze Aufnahme ziemlich miserabel, vor allem bei Bewegung. Deswegen zeichnen wir das jetzt so auf. Die Folgen werden dadurch ein bisschen kürzer, so ungefähr 40 bis 50 Minuten immer ungefähr. Aber ich denke, das ist in Ordnung. Hauptsache die Qualität stimmt dann auch. Oder was? Herr Ragel! Richtig! Ragel hat sich schon fit gemacht, ist hier hoch und runter geklettert. Und deswegen wollen wir auch gar keine Zeit verlieren, wir wollen gleich beginnen. Wir haben ja damit aufgehört, dass wir nach Falls End gehen sollen. Das wurde uns ja aufgetragen. Irgendwas mit John, der will irgendwas von uns, der blöde Pisser, der blöde Sektenheini. Wollen wir mal oder was? Richtig, auf geht's. Auf geht's. Vamonos! Mal schauen, was da passiert. Es könnte jetzt schon das Ende sein von diesem Gebiet. Wir lassen uns überraschen. Zumindest was die Hauptstory angeht. Richtig. Ich würde da gerne mal mit dem Fernglas rüber gucken, was da so los ist. Oh, da sind Gegner. Echt? Oder? Hast du einen Gegner gespottet? Also einen Gegner sehen. Was hat er gerade gespottet? Bestimmt ein Tier. Die Kirchglocke ging, oder? Ja. Die Kirchglocke, sie geht! Da. Triff John Seed. Oha! Jetzt kommt die Konfrontation. Die nächste. Wir haben ihn ja schon ein paar Mal getroffen, den Lackmeier. Gehen wir dahin, Ragel? Ich sage yes! Ich sage ja! Yes, we can! Yes, we can! Ja, wir schaffen das! Auf in die Kirche! Der Gottesdienst wartet! Oh, hier sieht aus wie eine Hochzeit hier! Oh, der Teppich ausgerollt hier! Oha! Oh, hier ist jemand schon tot! Ist das Jerome? Alter! Wo? Nee, das ist nicht Jerome. Nee. Das ist der Pater. Alter. Interagieren. Mal schauen. Au! Autsch! Du Arschloch! Die Nase! Affe! Wir wollten doch ja sagen, Mann. Wir hätten es doch freiwillig getan. Halt still. Ich möchte Jezorn schreiben, nicht Korn. Die Sünde. Die Sünde muss bekannt sein, um vergeben zu werden. Denn verbergen wir unsere Sünde, verbergen wir uns selbst. Du wirst dich nicht länger verbergen. Dein wahres Ich ergießt sich über den Boden, damit alle es sehen. Gratis Tattoo. Nett von ihm. Perfekt. Wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, bringen wir den Berg zum Propheten. Fangen wir an! Ich dachte, ein bekanntes Gesicht machte die Entsöhnung leichter. Liebe Gläubige, wir sind hier versammelt, um zu bezeugen, versuchen wir es nochmal. Liebe Gläubige, wir sind hier versammelt, um zu bezeugen. Liebe Gläubige, wir sind hier versammelt, um zu bezeugen. Wie die Willigen Buße für ihre Sünden tun. Wie die Willigen Buße für ihre Sünden tun. Legst du, Nick Rye, deine Hand auf das Wort von Joseph? Legst du, Nick Rye, deine Hand... Fick dich!
Nee, ich unterwerf mich niemals diesem Psychopathen. Und da ist sie. Gier. Du denkst immer nur an dich selbst. Schön gemacht, Nick. Er knabbert ihn an seinem Ohr. Toga. Nick. Ich tue Buße. Alter. Ist die Macht das Jahr? Die Macht, die deine Sünden nachbringt. Ich befreie. Legst du, Deputy, deine Hand auf das Wort von Joseph? Legst du, Deputy, deine Hand auf das Wort von Joseph. Bekennst deine Sünden und gibst deine Verfehlungen zu. Bekennst deine Sünden und gibst deine Verfehlungen zu. Sag ja. Es ist nur ein Wort? Nö. Waffe! Schieß los! Los, schieß! Bring John zu deiner Ranch! Los! Nice! Holen wir uns den Pisser! Alter! Die hauen ganz schön rein. Alter, wo sind die alle? Überall und nirgends. Schützenstand. Ich fahre. Jo. Ach, musstest du sogar fahren, oder was? Ich kann nicht fahren. Los, ran an das Geschütz. Ich fahre uns zur Ranch. Sie fährt uns. Dann los. Hä? Bin doch schon drin, du musst noch einsteigen, Tante. Siehst du das nicht, oder was? Vamonos! Dale! Hijo de puta! Fährt sie nicht los? Jetzt fährt sie. Vamonos! Ich hätte gerne auf dem Beifahrersitz gesessen. Sind das Gegner? Nee, das sind auch so. Nee, unsere. Hätte ich fast schon wieder abgeknallt, Alter! Ups! Wo denn jetzt schon wieder hinter uns? Komm ein bisschen schneller! Sie fährt ziemlich langsam. Sie macht eine Spazierfahrt. Die Waffe glüht. Ich muss meine Waffe abkühlen. Fahr ein bisschen schneller. Noch ein Flugzeug. Von hinten direkt. Ja, Flugzeuge. Dass du deinen Volltreffer.
Die Waffe ist schon wieder behitzt. Aber stützt ab. Nice. Vamonos! Ich kann echt nicht viel machen hier mit meiner Waffe. Schieß auf den Turm, genau. Alter Schwede. Fährt sie überhaupt hin? Zu John Seeds Ranch. Ich glaube, das ist die hier. Oder? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Munition mehr. Fast alles verschossen hier. Gegner oder Feind? Ich glaube, Feind. Steig ins Flugzeug. Ab ins Flugzeug. Flugzeug? Wo ist ein Flugzeug? Da. Machen wir noch verbinden. Jetzt. Bist du tot? Nee, Mary ist tot, ne? Weiß ich nicht. Zerstöre Johns Flugzeug. Der fliegt. Du musst mich hinter ihm, musst vor ihm fliegen, ja? Ich kann nur nach hinten schießen. Nice! Volle Action! Volle. Ich gehe mal ein bisschen höher, dass wir auf gleicher Höhe sind. Hol ihn dir! Also ich kann nicht schießen, er muss. Ah doch, jetzt. Ah ne, jetzt hast du ihn wieder. Fafti. Oh, fuck. Ich kann nicht viel machen. Oh, ich drehe mich zur einen Seite, ist er wieder auch an, ne. Kriegst du dich irgendwie vor ihn gesetzt? Nee, ne? Nicht wirklich. Ich kann doch keine Raketen schießen. Warte, wo ist er? Ich bin tot. Hä? Läufst du jetzt wieder weg? What the fuck? Wir sind kaputt, Mama. Platsch. Das war keine weiche Landung. Wie weiter oder zurück? Ich bin mit dem Fallschirm unterwegs. Ach so, du lebst noch. Ich bin direkt gestorben. What the fuck? Ah, hier sehe ich dich. Alter. Ich bin aber auch gleich tot. Wieso hast du so früh den Fallschirm gezogen? Wo bist du? Ich bin jetzt auch wieder. Wie sollen wir den jetzt zerstören? Das ist unmöglich. Ich bin kaputt. Und durch die Map gefallen. Wir brauchen das Flugzeug. Wir müssen neu starten. Nee, es fliegt ja noch. Ja, aber wie sollen wir das jetzt kriegen ohne Flugzeug? Und rechts sind Gegner überall über uns. Anne. Na, du bist auch gleich tot. Ich bin tot. Ja. Ich bin so weg. Das bringt doch eh nichts. Wir brauchen das Flugzeug wieder. Ist vielleicht sogar besser, wenn du stirbst, damit wir das Flugzeug wieder kriegen. Damit wir am Checkpoint sind. Es bringt so nichts von unten. Das ist echt nicht. Also für eine MG-Stellung oder irgendwas. Aber mit meiner Dulli-Waffe brauche ich da nicht raufschießen. Mit einem Sniper aber. Du musst das Flugzeug zerstören. Du kriegst ihn da nicht rausgeschossen, denke ich mal. Er nimmt aber Schaden. Ja, aber meine Munis wird dann auch gleich leer gehen. Kannst du letzten Spawnpunkt laden? Letzten Checkpoint? Das bringt nichts. Wir schießen unsere ganze Muni weg hier. Achso, passt. Irgendwie nicht, wo wir gerade in der Mission sind. Options und dann. Du musst Options drücken. Nee, und dann letzten Checkpoint laden. Dann lass uns hier sterben. Lass uns abschießen hier von denen. Manche kriegen die nicht irgendwie? Ach, Quatsch. Ein paar Mal drauf schießen, irgendwann ist er weg. Ja, ein paar Mal.
Wo kriegst du die Muni her? Ich bin tot. Wir brauchen das Flugzeug auf jeden Fall. Dann lasse ich mich jetzt auch töten. Bist du tot? Komm, tötet mich! Nee, noch nicht ganz. Jetzt. Nice. Ah. Hey, der bringt nichts von Boden aus. Aber es war nicht er, der uns abgeschossen hat. Was denn? Weil er flog mit dem Rücken zu uns und mit dem Heck. Was hat uns denn abgeschossen, ist die Frage. Eine Rakete von unten wahrscheinlich. Pff, Alter, dann die Raketen bitte. Weil er kann es nicht gewesen sein, er flog ja vor uns weg. Ja. Wir dürfen auch gar nicht so dicht an ihn ran, glaube ich. Weil er so links, rechts immer ausweicht. Na, macht ja nichts. Sonst lass mich mal fliegen. Nee, ne? Guck mal, wo wir gespawnt sind. Wir haben trotzdem kein Flugzeug. Und er hat wieder full life. Nice. Können wir jetzt irgendwie. Such dir ein Flugzeug in einem beliebigen Hangar, steht da unten. Ja, beliebigen Hangar. Wo haben wir hier einen? Ich sehe dich nicht. Ich sehe dich nicht. Ist das eine Landebahn? Ist das eine Seed Ranch? Hier ist ein Hangar. Aber hier ist Ryan Jones noch irgendwas. Hier ist noch eine andere Mission. Oh, Fafti, ey, was ist denn das jetzt für ein Geraffel hier? Kannst du nicht den letzten Checkpoint neu laden? Irgendwie? Nee, kann ich nicht. Leider nicht. Fortsetzen, Option, Außenposten, Shop, Ubisoft, ja, dann komm mal mit. Tutorial, speichern. Ich hinter seh dir, dich nicht, hinter dir, auf der Straße, mitten auf der Straße stehe ich. Ach da. Habe ich kein blaues Ding über den Kopf? Doch. Das ist eine Straßensperre. Da müssen wir die Leute erstmal umbringen. Auto. So. Vielleicht das Geschützauto, vielleicht reicht das ja auch schon. Ja, versuch's. Aber wir müssen erst mal ein Flugzeug holen. Ich fahre dann währenddessen zum Hangar. Steig schnell ein, bevor uns abschießt. Bin drin. Gut. Ja, so hoch kann ich gar nicht zielen. Nee, nee. Ich fahre jetzt einfach mal dahin zu diesem komischen Hangar, der da hinten ist. Oh, was ist das denn? Das ist ja richtig Fafti. Wieso spawnen wir nicht am Flugzeug nochmal? Hol dir ein Flugzeug bei einem beliebigen Hangar. Die sind lustig. Noch ein Heli. Alle die NPCs drehen durch. Ich hätte nicht gedacht, dass du dich vor einen Kampf drücken würdest. Wir drücken uns nicht, wir brauchen Flugzeug. Mann, ey. Krieg den Heli nicht down, ach Gott, ey. Wir sind tot. Oh, ich krieg den Heli nicht down. Warum nicht? Ich hab ganze Zeit drauf geschossen. Oh Mann, was ist denn das? Alter, wenn du das alleine machen sollst hier, weißt du? Ja, das Flugzeug darf nicht im Arsch gehen. Das war der größte Fehler, der uns passiert ist. Das ist explizit mit dem Ding hier. Ja, kann ja nicht schön, wenn da von unten eine Rakete kommt. Ich glaub nicht, dass er von unten eine Rakete kam. Da kann ja nicht anders. Er kann es nicht gewesen sein. Ich weiß nicht. Er flog mit dem Rücken zu uns. Oder ein anderes Flugzeug oder irgendwas. Ich habe aber nichts anderes gesehen. Und worauf hast du denn geschossen die ganze Zeit? Ja, ich habe gewartet, bis er um die Ecke kommt, dass ich auf ihn schießen kann. Und dann habe ich versucht, ihn zu treffen. Der Vater gab dir eine Chance zur Erlösung und du hast sie weggeworfen. Sieh nur, was du getan hast. Sieh den Jähzorn, den du entfesselt hast. Zu welchem Hangar waren wir mit ihr denn gefahren? Bitteschön. Ich glaube, wir sind auch zu diesem Hangar da gefahren. Ja, ja, ich glaube, wir sind auch dahin gefahren. Nee, nee. Ja, stimmt, bei seiner Ranch, aber wo war seine Ranch? Weiß ich, wo die hingefahren ist, die Tante. Ich fahr einfach durch. Fahr da, wo ich markiert habe. Hier links kommt gleich ein Hangar.
Alter, so kann ich nicht schießen, ey. Scheiße, kommt Wasser. Alter. What the fuck? Oh, fuck it, Mann. Ist das ein Scheiß? Ne, ist kein Scheiß. Hier sollen wir der Straße folgen müssen, da zum Hangar. Mit dem ich markiert links. Hatte. Ich laufe jetzt hin zum Hangar. Ich hatte Weg gemacht. Durch den Wald sind wir vielleicht ein bisschen sicher vor dem Helikopter. Ja, da konnte ich aber überhaupt nicht schießen, weil das so geruppelt hat. Hoch, runter, hoch, runter. So ist da ein Flugzeug. Nö. Geil. Bei einem beliebigen Hangar. Nice. Und dann ist hier niemand ein Flugzeug. Da können wir anfordern hier irgendwie oder was? Ich weiß es nicht. Oh, ist das ein Mist. Scheiß Mission. Ist ja auch nix. Bei einem beliebigen Hangar sind wir, liebes Spiel. Gibt's hier eine Verkaufsstation für Flugzeuge? Ein Tresor ist hier. Ja, wow. Oh Gott. Ist noch irgendwo ein Hangar? Ich würde mal sagen, die haben das ganz schön in Kacke gemacht hier. Ist hier nicht irgendwas? Ja, ja, Ray, Ray. Wo war denn sein blödes Ding da? Ist das hier? Das Adams war von Falls End ja auch gar nicht so weit. Ah, sie ist schon ein kleines Stück gefahren, aber ich weiß auch nicht, wo das ist hier. Ja, fahren. Steig in den Himmel und sorge dafür, dass er nicht davon kommt. Ja, wow. War das vielleicht hier sogar, wo wir respawned sind? Hier? Nee, oder? Wo? Ich hab mal markiert. Sehe ich nicht. Klar, muss man sehen. Oh, hier Markierung, ganz links. Da, wo er auch gerade fliegt, ne? Hier ist auch die Seed Ranch. Hier unten ist auch noch mal irgendwie Flughafen, siehst du? Ich glaube, hier waren wir mit ihr. Fahren wir da noch mal hin. Haben wir ein Auto wenigstens? Auch nicht, ne? Totaler Fail, total Chaos schon wieder. Das haben sie auch blöd gemacht, dass du nicht im Flugzeug respawnst. Ja, jetzt haben wir kein Fahrzeug. Nö. Danke, Ubisoft. Danke dafür. Habt ihr wieder mitgebracht? Da kommt ein LKW da hin. Oh, da steht einer. Da spawnen irgendwie gerade ein paar Sachen. Wird schon auf mich geschossen. Ja, auch auf mich. Alles voller Gegner. Ja, wir nehmen aber den Lester hier und dann hauen wir ab. Ich bin drin. Go. So, hast du die blaue Linie? Ja. Und wie findest du die Mission bisher, Ragel? Findest du die auch so gut gelungen wie ich? Ja, perfekt. Ja, richtig nice, ey. Vorsicht, explodiert gleich. Oh, Alter, Scheiße! Wehe, du zündest das jetzt, ey. Fahr! Alter! Du schmeißt den mit, ich brenne. Ich brenne auch. Weil du C4 ausgewählt hast, deswegen nicht C4. Der lenkt hier aber auch komische Tracke. Links. Ja doch, hier waren wir mit ihr, ne? Aber ja. Hier steht da bestimmt wieder kein Flugzeug mehr, oder? Das wäre richtig blöd, wenn es nicht. Oh, guck mal, wir hätten noch eine Schnellreise machen können. Ja, du hättest das machen können. Yes. Wehe, hier steht jetzt auch kein Flugzeug, ey. Dann kotze ich ins Essen. Dann kotze ich so richtig ins Essen. Rechts. Oh, das ist doch scheiße. Kannst du die Mission irgendwie neu starten? Kann ich oder nicht. Oder abbrechen? Geht nicht. Irgendwas musst du machen können. Ja, Anwendung schließen.
Ja, Anwendung schließen, ja super. Ich kann beenden, ja. Fortsetzen, Option. Ja, beenden die. Komm, wir fangen Gameplay, die neu an. Das bringt doch nichts. Interface. Die Mission. Auf Logbuch musst du gehen wahrscheinlich. Wenn wir die Mission jetzt nochmal komplett neu anfangen können, dann fangen wir die Aufnahme neu an. Ich kann sie nur ignorieren. Aber nicht beenden, nicht abbrechen. Drück mal auf Ignorieren, was passiert dann bitte? Dann kann ich sie wieder folgen. Jetzt ist er aus. Quasi. Ja, jetzt gehen wir auf Folgen wieder. Jezorn. Folgen. Ach, ist das scheiße, ey. Was ist denn hier drin? Gibt's ein Flugzeug? Hier steht ein Flugzeug drin, ein kaputtes, oder? Ist das heil? Ist kaputt. Hier steht ein kaputtes Flugzeug drin. Wow. Nice, Ubisoft. Kann man das Tor irgendwie aufmachen? Nice. Wir waren jetzt bei zwei Flughäfen. Wir waren bei zwei Flughäfen. Und hier gibt's kein Flugzeug. Nur ein kaputtes. Ausgebranntes. Ne, ist ausgebrannt. Verkohlt, sieht man noch. Oh, fuck. Da ist auch der Reifen ab und an ist. Zu einem beliebigen Hangar. Wir waren jetzt bei zwei Flughäfen, Mann. Spiel. Ein Wasserflugzeug, aber die sind nicht bewaffnet, ne? Hast du die Mission jetzt wieder angemacht schon? Ja. Ich sehe das Missionsziel nämlich nicht. Ich sehe ihn nicht. Doch, fliegen. Da oben fliegt er. Ich nicht. Ganz ich hinten, nicht. 900 Meter. Welche Richtung? Osten, Süden, Westen, Norden? Ich sehe den nicht. Norden. Nee, bei mir ist da nichts. Fuck. Weißt du was? Ich schließe die Anwendung. Nein, 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 nein. Warum? Und dann können wir die Mission vielleicht neu anfangen. Haben wir die noch irgendwo anders im beliebigen Hangar? Wir könnten uns einen Kampfheli holen, ne? Ja, aber wo? Ja, da hinten. Kannst du da hin spawnen, bitte? Das ist ein Hubschrauber, ne? Ja. Was macht man denn so einen Scheiß? Kann man einen denn nicht irgendwie wenigstens ein neues Flugzeug irgendwie markieren? Oder irgendwas? Ist das nicht möglich? Ja. Was ist denn das für ein Rotz? Zur Verfügung stellen, dass man mal wieder eins gespawnt wird. Vor allem steht da, hol dir ein Flugzeug aus einem beliebigen Hangar. So, dann fahren wir zu zwei Flughäfen, die wir sehen können. Sonst sehe ich keinen Flughafen auf der Karte und da ist nichts. The fuck? Fafti. Oh, lächerlich. Lächerlich, Ubisoft. Aber die Cutscene ist aber nett. Oh, wow. So. Ich kaufe einen Heli. Ich kaufe uns einen. Wenn ich hier irgendwie durchkommen würde. Hier. Ich habe versprochen, dass du dir... Ja, bla bla, Alter. Hat ein blödes Maul an einem Flugzeug. Wenn es geht, vielleicht sogar ein Flugzeug. Nee, ist ein Helikopter, da. Shop hier. Gibt es keine Flugzeuge. Wo ist der so lahmarschig, der Helikopter, ne? So kennt das er aus. Er hat ein Martinshorn. Ja, ein Helikopter mit Martinshorn. Nur ein Rotor, nur ein Motor. Ein Allzweckheli für militärischen Gebrauch umgerüstet wird. Der Vogel hat so manchen Tag gerettet. Hat er denn? Ja, der hat Bewaffnung auf jeden Fall. Hat der Bewaffnung? Der hat auch Bewaffnung. Welchen nehmen wir denn? Wir nehmen den hier. Komm. 7200. Fahren. Ja. Spawnen. Okay. Zack. So, rein hier. Ich kann natürlich wieder nichts machen. Ich sehe ihn nicht. Doch, da oben ist er. Maschinengewehr, Rakete R1. Ich kann nur mit der Pistole jetzt auf ihn schießen. Ja. Oh, ist das ein Geraffel, ey. Ja. Ich komme auch nicht höher, oder? Ah, doch, ein bisschen. Er ist natürlich wendiger wie wir, ne? Ja. Ich will noch höher, aber ich komme irgendwie nicht höher. Das dauert ewig. Der Vater gab dir eine Chance zur Erlösung. Ich komme nicht höher. Du hast ihn weggeworfen. Sieh nur, was du getan hast. Sieh den Jezorn, den du entfesselt hast. So schnell geht das. Ist er down? Nein, nein! Ich verliere die Kontrolle. Ja, er stürzt ab. Ich
Hat gut getroffen, ne? Alter Falter. Ich habe von außen die ganze Zeit drauf geschossen, aber es sind nur wenige Kugeln eingeschlagen bei ihm. Springst du ihm hinterher? Wo er landet? Kann ich das? Ja, spring raus. Fallschirm. Pass auf, dass du neben dem Ruder landest. Das wäre ja nochmal der Oberfehl. Ich kann nicht drehen. Du bist doch schneller mit Landen wie ich. Ja, bin ich doch schneller, ja. Alter, der dreht nicht! Oh fuck! Warte. Oh fuck, er schießt auf mich! Natürlich schießt er auf dich. Ich bin gestorben, was? Ich habe ihn jetzt abgeschossen. Er hat auf mich geschossen, ich muss mich erwehren. Naja. Ich kann nichts machen. Ist jetzt abgeschlossen oder ist jetzt fehlgeschlagen? Abgeschlossen, ne? Ist abgeschlossen. John Cena ist tot. Ja, ich töte den blöden Ficker! Ja! 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 Was wäre ich mal drin geblieben im Hubschrauber? Ja, wusste ich auch nicht. Ich dachte, du bist schneller, weil du. Aber du hast viel zu schnell deinen Fallschirm gezogen. Du musst jetzt mal einen Sturz geben. Ja, weil er ja auch direkt unter mir war. Ich wollte ja nicht vor ihm landen. Kannst du auch auf seinem Fallschirm landen. Einfach so aufprallen. Gut, ich hätte nur mit dem Wingsuit fliegen können. Da ist die Sau. Ja! Was, wenn Joseph recht hat? Hast du mal einen Moment darüber nachgedacht? Hast du das? Alle halten ihn für verrückt. Aber das stimmt nicht. Sieh dich doch um. Die Welt steht am Abgrund. Du spürst es mit deinen Knochen. Siehst du die Schlagzeilen? Siehst du, wer an der Macht ist? Du willst den Schlüssel, weil du glaubst, du würdest Menschen retten, aber die sind schon in Sicherheit. Wir haben einen Plan. Du verstehst nicht. Du glaubst nicht. Es ist dir egal! Möge Gott deiner Seele gnädig sein. Nice. Blöder Pisser, du! Was du noch davon? Nice! Hier die Zone abgeschlossen mit dem Frage. Nice, hier liegt er. Ich will den mitnehmen als Trophäe. Oh, geh mal weg. Geh mal weg. Warte. Was willst du? Plündern. Geht nicht zu plündern. Wir nehmen den jetzt mit. Das ist ein Trophäe. Ich hab ihn geplündert. Was hast du geplündert? Keine Ahnung. Irgendwelche Munition oder so ein Scheiß. Ah, das hat gerade eine Granate gehört. Ich würde ihn gerne mitnehmen. Kann man sich schön anhängen an der Wand, weißt du, ein Trophäe? Mein Telefon klingelt. Dein Telefon klingelt? Jetzt nicht mehr. Okay. So. So, ich habe meine Trophäe. Reiche John Seeds Bunker müssen wir jetzt noch machen. Aber wir haben ja jetzt den Schlüssel. Ja. Ich bin tot. Oh Gott. Er hat ihn überfahren, ja. Ich würde ihn rausschießen. Ich hab John Seed auf dich aufgeworfen. Ja, lass ihn fahren. Irgendwas backt hier rum. Gewaltig. Ich glaube, dieser LKW hier. Wo ist denn dieser Bunker? Der ist 652 Meter Richtung Norden, nördlich. Nach da oben. Da kannst du Schnellreise machen, ne? John's Gate. Da ist ein blauer Dings da. Da kannst du hin. Ja. Ich weiß, ich muss das erstmal suchen. Gut. Die Trophäe ist jetzt weg. Würde ich sagen, machen wir das noch. Plündern wir den Bunker. Den Bunker. Ich glaube nämlich, dann ist damit das Ding abgeschlossen. Da kriegen wir jetzt, glaube ich, noch eine fette Belohnung. Hoffe ich. Denke ich doch. Und dann Flugzeug haben wir auf jeden Fall freigeschalten. Ja.
Schön, dass wir mal ein Flugzeug bekommen. Wir haben bloß noch keinen Hangar, wo wir den auslösen können. Keine Ahnung, Alter. Ich glaube, wir müssen erst irgendwie so eine Nebenmission machen, wo wir die Hangar freischalten und die Flugzeuge freischalten. Ja. Dass wir da uns überhaupt Flugzeuge kaufen können und sowas. So, erreiche den Bunker. Gibt es hier alleine? Gegner? Ich glaube nicht. Ich sehe keine. Hier ist der Bunker. Doch, hier war ein Gegner eben. Hier war ein Gegner eben. Wo? Hier um die Ecke. Guck mal. Hier luschert er. Au! Ich hau ihn und er boxt mich um, ey. Alter, das ist ein dicker Panzerficker. Oh Gott. Ist er noch da? Weiß ich nicht, ich bin tot. Ich bin auch tot. Die absolute Fehlfolge. Ich hätte da jetzt nicht mit Gegnern gerechnet, weil er ja weg ist. Komm. Ich schon. Weil das ist ja der Bunker da, wo seine ganzen Typen, die hauen da nicht einfach. Ich hatte eben eine Granate reingeworfen, aber draußen waren auch noch einige. Achso. Wir sollten das erstmal. Oh, ich werde schon gesehen. Vorsicht, Vorsicht. Vorsicht, Vorsicht. Ich spotte die Dinger auch nicht. Ah, da sind zwei. Da. Oh, die laufen schon umher. Also Sneaky ist nicht. Aber trotzdem erst noch spotten, weil das war eben, das sind sehr viele. Hast du geschossen? Ja. Bitte sag was. Dann kann ich mit eingreifen. Oben auf dem Dach. Ich bin schon wieder tot. Was ist denn das für eine Pisse? Ich bin auch wieder tot. Oh Mann, ey. Wir müssen von hinten rumragen, glaube ich. Nee, hier müssen wir schon rein. Das ist schon richtig. Bloß wir dürfen nicht so weit vorpreschen und nicht direkt anfangen zu schießen. Also alles warten, wie gesagt. So fette MG-Ficker, die muss ich snipern, glaube ich. Ich würde ja gerne alles in Flammen setzen da. Einfach Mollo rein. Ich werde jetzt snipern, ich werde mir eine Position suchen. Lass uns erstmal alles spotten, bitte. Und dann gehen wir weiter vor. Oben auf dem Dach sind welche Scharfschützen. Die sehen mich. Die haben mich gesehen, die Sniper. Ja, der Panzerfaust der eine. Schießt du schon? Ja, jetzt geht los. Die haben mich ja gesehen. So, jetzt müssen wir ein bisschen defensiver spielen, ja? Mörser. Der Mörser ist auf dem Dach, ich geh da hin. Ja. Mörser ist tot. Oh. Ich bin jetzt dran am Mörser. Mhm. Mach die alle platt, bitte, ey. Wo bin ich? Beschütz dich. Mach du die mit dem Mörser down, bitte. Ich bin runtergefallen. Scheiße. Ich beschütze ihn nicht mehr. Dann ist noch der eine Pisser da. Das ist schwerer wieder. Oder? Ja, ist ein schwerer Ficker. Der ist weg. Nice. Ich habe kaum noch Medi. Ich kann mich nicht mehr heilen. Ich habe kein Medipack mehr. Ich brauche auch Muni unbedingt. Ich muss die Leute alle looten hier erstmal. Mal nachladen. Soll ich nicht zum Looten? Alter, diese scheiß schweren Ficker, ne? Wenn die dich einmal treffen, du bist fast tot, ey. Alter, ja. Verfalter. Lies mit Zettel. Jene, die Hand an unsere Arche legen, die uns in den Fluten ertränkt, bla bla bla.
Wo bist denn du? Ich sammle eben die Leute noch alle ein. Ich bin am Eingang. Ich habe hier noch eine Markierung bei 1100 Meter. Was ist da für eine Markierung? Keine Ahnung. Wie heißt denn die? Weiß nicht, ich sehe das bloß markiert. Hä? Hey. Da hast du wahrscheinlich den Dings markiert noch. Ja, mach ich weg, warte. Ach, den Hubschrauberhangar. So. Gut. Ich mach auf, ja? Warte, ich will hier noch plündern. Noch was? Gut, ja, nicht mehr so viel Zeit für die Folge, deswegen. Gut, dann mache ich auf. Zack. Bunkerzugang gewährt. Achso, das muss ich ja aufmachen. Nee, ich kann ja auch. Nur weil ich den Schlüssel habe, deswegen. Welcome. Ich habe ihm den Schlüssel abgenommen. Ich auch. Hä? Ach, du hattest auch die Katzen, ja, klar. Ja. The power of yes. Ah, der kommt gleich 1000 Gegner auch in der Pro. Ja. Und dann wieder Sonne. Zu bleiben. Schweren Pisser wahrscheinlich. Der Tief geht nicht hier runter. Waage, komm mal zurück. Komm mal hier hoch. Da kommen sie schon. Ja, nicht sehen lassen, bitte. Komm mal hoch, bitte. Hör mal auf. Warte, ich spotte. Und wie es weitergeht, das sehen wir in der nächsten Folge. Wir hören jetzt lieber auf, sonst schaffen wir das nachher nicht. Ich weiß ja nicht, was jetzt noch alles auf uns zukommt. Deswegen, wir sehen uns morgen bei der nächsten Folge. Dann geht's genau hier weiter. Bis dann. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Tschüss, Gaski. Tschüss.